deutlich gemacht, wie und auf welche Art und Weise die afghanische Regierung Stück für Stück Herr im eigenen Haus wird, welche Voraussetzungen zu schaffen sind, damit nach der Präsidentschaftswahl wieder ein Einschnitt ist, eine klare Zäsur stattfinden kann, damit in den nächsten Jahren wieder Voraussetzungen für eine Art geschaffen werden. Sie haben deutlich gemacht, dass das das Ziel ist, für die kommende Legislaturperiode diese Voraussetzungen zu schaffen. Wir können kein Abzugsdatum nennen, aber wir haben klar gemacht, dass innerhalb der nächsten 4 Jahre die Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Dafür braucht es Anstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft, aber eben auch eine stärkere Übernahme von Verantwortung durch die afghanische Regierung. Ich glaube, dass das deutlich macht, was unsere Linie im Bereich Afghanistan ist. Wir wollen das Land nicht im Chaos versinken lassen, aber wir wollen auch nicht unbegrenzt in Afghanistan mit deutschen Truppen stehen, sondern wollen die Voraussetzungen für einen geordneten Abzug schaffen. Meine Damen und Herren, in der Präsidiumsschalte ist heute auch gesprochen worden, um den Vorschlag, den Frank-Walter Steinmeier und Gerd Steinbrück entwickelt haben, für eine Finanzmarktsteuer. Das ist ein Vorschlag, eine Initiative, die zielt auf den Gipfel in Pittsburgh. Wir wollen keine Tobin-Tax. Es geht nicht um eine Devisensteuer, sondern es geht um eine Finanzmarktsteuer, eine Steuer, die Spekulationen entgegenwirken soll, durch gemeinsame Anstrengungen der Staatengemeinschaft, um Investitionen zu befördern. Wir haben auch deutlich gemacht, dass wir erwarten, dass die gesamte Bundesregierung diese Initiative unterstützt, aber dass, wenn wir damit nicht durchdringen, wir in Deutschland auch national Konsequenzen ziehen müssen, und das heißt, eine Börsenumsatzsteuer in Deutschland einzuführen, mit dem Ziel, dass diese deutsche Initiative dann auch sich in Europa ausbreiten kann, mit dem klaren Ziel, dass Investitionen in der Wirtschaft Vorrang haben müssen vor Spekulationen, um Spekulationen, um weitere Spekulationen zu bremsen. Ich sage das deshalb, weil das sich einreißt in die Initiativen, die wir gestartet haben, auch was Klarregeln für Managergehälter, Stichwort Managergehälter, Abfindung und Boni betrifft, und weil wir eben nicht zusehen wollen, dass jetzt schon wieder gezockt wird auf den internationalen Finanzmärkten, dass wir nicht einfach aufgrund leicht verbesserter wirtschaftlicher Daten zur Tagesordnung übergehen wollen, sondern weil wir grundlegende Konsequenzen aus der Finanzmarktkrise ziehen wollen und müssen und das Ganze nicht, wie Schwarz und Gelb das tun, als Betriebsunfall abgehakt werden darf. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf Ihre Fragen. Herr Sauer. Nicht nur auf die Kommentare der meisten Ihrer Kolleginnen und Kollegen in diesem Zusammenhang, sondern auch die Tatsache, dass es offensichtlich, und dafür gibt es Umfragen, Frank-Walter Steinmeier gelungen ist, vor allen Dingen bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten, die noch nicht festgelegt sind, bei den Unentschlossenen. Wir wissen, dass diese Zahl außerordentlich hoch ist bei dieser Wahl, dass damit auch klar wird, dass bisherige Umfragen, die das eben nicht ausdrücken, wie die sich diejenigen entschieden haben, die sich eben noch nicht entschieden haben, da sind. Insofern war das Rückenwind für den Schlussspurt zum 27. September. Klare Überzeugung von Frank-Walter Steinmeier. Er war präziser, er war klarer. Ich finde auch, dass er sympathischer war, aber das ist eine subjektive Beurteilung, das räume ich gerne ein. Entscheidend war, er hat die klaren Punkte gemacht. Merkel hat versucht, sich wegzudrücken, ist ihr nicht gelungen. Und damit ist klar, worum es am 27. September geht. Frau Höll. Herr Heil, erwarten Sie denn, dass sich in den Umfragen, die am Ende dieser Woche veröffentlicht werden, das dürften ja die letzten veröffentlichten Umfragen vor der Bundestagswahl sein, sich irgendwas bei den stagnierenden Prozentpunkten der SPD bewegt? Das wünscht man sich immer, das weiß ich aber nicht. Mir ist wichtig, dass am Ende nicht die Umfragen entscheidend sind, sondern das Wahlergebnis am 27. September. Und wir erleben, dass da viele, die glaubten, das Rennen ist schon gelaufen, erklären zu müssen, wie es 2005 und übrigens auch 2002 erleben werden, dass die Menschen entscheiden und nicht den Demoskop am Ende des Tages darauf setzen werden. Herr Kollege. Nun haben manche Beobachter gestern nicht nur bei den Unterschieden zwischen Merkel und Steinmeier beobachten können, dass es auch Übereinstimmungen gab, auch was die Leistung der gemeinsamen 4 Jahre anging. Und mancher mag sich vielleicht gedacht haben, beiden können es ja doch ganz gut zusammen. Haben Sie nicht die Befürchtung,
Unruhen war, dass es keine Schlammschlacht war oder dass es mit dem Krieg stattgefunden hat. Diese Heiterung der einen oder